So Leute, ihr habt ja gesehen am Thumbnail schon, ich habe endlich den epischen Sieg geholt. Ich habe heute im Livestream ein bisschen mit euch zusammengespielt, bin jetzt auf Level 27 gekommen. Also das Leveln ist schwieriger geworden, in Anführungszeichen, weil man halt jetzt im Gruppenkeile ein bisschen anders spielen muss, sagen wir mal einfach. Wir gucken uns mal gerade den Kleid dann nochmal an. Das ist nämlich genau der hier. Was müsst ihr dafür tun? Einfach nur im Solo-Modus einen epischen Sieg holen. Mehr müsst ihr nicht machen. Wir gucken uns gerade den Kleid dann nochmal in-game an. Dafür gehe ich gerade nochmal selber eine Solo-Runde. Ich muss, glaube ich, eh irgendwo landen. Weil wir müssen ja immer schön die Aufgaben machen. Weil, wie gesagt, im Gruppenkeile-Modus ist jetzt das Problem, dass die Zone direkt da ist. Und dadurch ist der Rest direkt schon in der Zone. Also die nächsten Aufgaben werden definitiv nicht einfach. Es wird nervig. Also richtig nervig. Wir haben es schon im Stream gesagt. Also die Aufgaben werden jetzt ein wenig schwieriger sein zu lösen, weil man halt nicht einfach mehr im Gruppenkeile-Modus hin und her gleiten kann, wie man Lust und Laune hat. Ah ja. Und? Das Emote? Na, kriege ich den OG-Fan sein Emote richtig abgespielt? Ah da, Achtung. Oh, diese Riesenrübser. Der Rübser ist so leise gefühlt. Wie gesagt, ihr seht schon, den Skin habe ich mir jetzt auch schon freigeschaltet mit der Pickaxe. Aber ich muss sagen, die Pickaxe ist echt gewöhnungsbedürftig. Nämlich, der holt wirklich komisch Schwung damit. Aber darum soll es ja in dem Video nicht gehen. Nämlich, es geht um den Kleider. Ihr werdet ihn gleich natürlich direkt schon in Action sehen. Ich gehe auch direkt raus, weil wir müssen jetzt in Slurpee landen. Von daher passt das Ganze. Also Solo muss man jetzt wirklich mehr spielen. So, dann würde ich sagen, zack, zeige ich euch direkt den Kleider. So sieht der Kleider aus. Also ich persönlich finde ihn halt nice. Ist halt genau das Raumschiff hier oben quasi, nur in klein als Hängekleider. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, ich euch damit weiterhelfen konnte, wie man den Kleider bekommt, gerne natürlich ein Like da lassen, alle Supporter natürlich auch. Gerne was in die Kommentare schreiben, habt ihr den Kleider schon, wie viele Versuche habt ihr gebraucht? Und dann würde ich sagen, war es das erstmal hier mit dem Video und ich mache mich dann an die Arbeit. Zeige euch noch die anderen Neuigkeiten, die heute so kamen. Ich sehe gerade, hier vor mir hat auch schon eine. Ach ne, es ist nicht der Gleiter, das ist Raumschiff, lol. Also, in dem Sinne bin ich wieder raus. Viel Spaß noch beim Leveln und haut rein.